Hey Leute, willkommen zu einem Pferdekauf-Video. Mit dabei ist die Alina Watergrove aus dem Club. Und ja, ich habe jetzt es geschafft, 10 Wochen zu sparen. Und ich kaufe mir jetzt meinen Araber. Moin. Und hier stehen ja diese zwei, ne, der mit der Laterne, aber ich habe mich entschieden, wie viele von euch schon wissen, für den Fuchs. Deswegen habe ich jetzt auch gerade meinen Fuchs Isländer mitgenommen. Deswegen, ich werde mir jetzt den hübschen hier kaufen. So, das arabische Vollblut. Ach so, wartet mal. Ups, jetzt hätte ich fast auf OK geklickt. Also das arabische Vollblut kann man ab Level 1 kaufen, logischerweise. Man muss Level 10 erreicht haben, weil man ja erst nach Jalaheim muss. Mit Stärke plus 1, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer 0 und Agilität plus 3 kostet der Araber, wie jeder andere Araber früher auch, 969 Starcoins und fragt uns mal die Anfängerausrüstung. Das arabische Volk ist einer der bekanntesten Pferderassen weltweit. Es ist lebhaft, freundlich und sehr intelligent. Das arabische Volk stammt von Beduinenstämmen, wo es als eine Gabe des Himmels, des Himmels angesehen wird. Der Araber ist ein muskulöses Pferd mit kleinen, starken Hufen. Genau, so. Und ich kaufe mir den jetzt. Ich habe mir auch schon einen Namen überlegt, deswegen wird das jetzt ja auch nicht so lange dauern. Jetzt muss ich ihn nur finden. Nee. Bayer. So. Am Anfang wollte ich ihn Firefox nennen, weil ich das richtig lustig fände, aber das gab es leider nicht, deswegen Firefire. Deswegen nenne ich ihn Fireflame und dann würde ich sagen, kaufen wir ihn jetzt. Und Alinas heißt Fightgrowth. So, Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Yay! Oh, ich freue mich so. Endlich habe ich meinen Araber. So, holst du deinen, auch wenn wir die Gangarten zeigen? Lasse mich jetzt abholen. Treffen uns bei Steve. So, so okay. Holen wir jetzt die Kleinen. Also es ist, ich weiß nicht, Fireflame? Ja, okay, es ist ein, also es ist bei mir ein Wallach. Es ist bei mir ganz oft ein Wallach. Ich habe größtenteils nur Wallache bei mir. Ich bin nicht so der Stufen-Fan, also es ist auf jeden Fall ein Wallach. Das steht ja schon. Genau, ich habe nämlich schon mal eine Box für ihn freigemacht. Ja. Und ich denke, ich werde jetzt auch das Set nehmen, was ich jetzt hier habe. Weil ich das halt, ich habe mir die Sachen extra gekauft. Für den Araber. So. Fireflame, oh mein Gott. Oh, sie ist so süß. Nee, ist ein der, ne? Oh Gott. Aber es könnte auch eine die sein, aber okay. Oh mein Gott. Ein Araber. Oh Gott, wie geil. Okay, ich hatte hier in dem Spiel noch nie einen Araber. Deswegen, geil. So. Also wie gesagt, das habe ich mir extra gekauft, weil ich die Trense so schön fand. Und ich finde, es passt auch, oder? Also die kriegt natürlich die besten Hufeisen. So, brauche ich nicht. Weg damit. So, Schleifchen. So, und den Sattel habe ich ja auch noch dazu gekauft. Ich glaube, ich werde sogar das erstmal lassen. So. Meine Sachen lasse ich jetzt auch so, aber ich guck mal. Oh, weiß ist auch schön. Jo, also. Ich kann mir da ganz viele Sachen vorstellen. Gelb ist auch schön auf ihr. Auf ihm. Oh, Hilfe. Fireflame ist ein Wallach, ich muss daran denken. So. Ja, ich denke, ich werde das jetzt aber erstmal so lassen. Wow. Oh, Northwind, warte mal.
Der kriegt jetzt erstmal eine schöne Box. So. Okay, gut. Dann mal nach Travis. Dann schauen wir uns die Gangarten an. So. Ah, sieht den gleichen. Pink ist auch schön. Ihr heißt Faith the Girl. So, warte mal. Okay, warte. Wir fahren nach Whale. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in Whale auf dem Platz wieder. Also, bis gleich. Und dann schauen wir uns dann die Gangarten an. Ups. So, wir sind jetzt hier bei dem Platz angekommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Pferd halt jetzt an. Und das ist jetzt erstmal, wenn man nur auf dem Pferd drauf sitzt. Es frisst ganz normal, weil ich finde das Kauen voll niedlich. So. So liegt den Schweif. Ich muss sagen, dass der Schweif mir hier auch auf jeden Fall viel besser gefällt und es der Realität viel mehr entspricht als bei den alten Araber. Arabas? Hier, auch bei der Alina, da frisst es gerade. Ah, und das Stein, genau. Das ist auch richtig schön. Er wirft den Kopf so ein bisschen hoch. Die Beine gehen so abwechselnd hoch. Das finde ich aber richtig schön. Und auch der Schweif schwingt mit sehr schön. Hm? Das sieht schon sehr schön aus. Genau, wir gucken nochmal bei Alina. Ich wollte gerade sagen, ich möchte noch was fressen sehen. Dann gucken wir einfach bei ihr. Er kommt aber nicht ganz auf den Boden, ne? Bei ihr. Das ist so süß, das Kauen. Okay, so. Nimmst du schon auf? Ja. So. Oh, guck mal, er döst. Oh, er macht die Augen zu und stellt seinen Huf. Oh. Oh Gott, wie süß. Total niedlich. Okay, ich nehme jetzt mal hier Züge. So. Ich sehe keinen Naht oder so. Nee, das sehe ich auch nicht. Das schauen wir uns aber auch gleich nochmal an. Das ist auch sehr schön. Also man sieht auch, wenn das Pferd nur steht, dann geht der Schweif schon sehr runter und so. Aber dann, wenn es läuft, dann geht er wieder hoch. Ja, das ist schon cool. Wenn er sich konzentriert quasi. Okay. So, genau, noch Nähten. Nee. Also ich sehe auch nichts, das haben die sehr gut bearbeitet. Ups. Na ja, die sind voll süß. Die sind halt auch nicht mehr so eckig und kantig, was ich auch sehr schön finde. So, gut, dann steigen wir. So, ja auch. Wir fangen mal mit dem Rückwärtsgang an. Auf jeden Fall dreht sich da der Kopf mit, was ich sehr schön finde. Der Schweif wackelt mit. Und so wie der die Hufe aufsetzt, finde ich sehr schön. So, okay. Dann gehen wir nach vorne. In den Schritt. Wartet mal, ups. Ich mache das Interface aus. Ach, das ist immer so schön. Okay. Ja, das ist ein sehr entspannter Gang. Oh, das sieht so süß aus. Ich mag die Blässe so sehr. Sehr hübsch, sehr hübsch. Ups. Tut mir leid. Ja, ich kann mich da auch nicht beschweren. Es gibt jetzt auch. Naja, okay, die Beine sind so ein bisschen starkselig hinten, aber das stört. So. Dann würde ich sagen, traben wir mal. Oh, das ist auch ein sehr schöner Trab. Der ist richtig, richtig schön. So, drehen wir mal kurz. So. Sehr, sehr hübsch. So. Ups, so. Wir laufen die ganze Zeit ineinander. Auch. Dann nimmt sie den Kopf so ein bisschen mehr gebogen und schaut, wo er hingeht. Und der Schweif ist natürlich ganz oben. Da sehen die Beine sehr schön aus. Ups. Wow. Wow, wow, wow. Das ist schon sehr hübsch. Boah. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Auf jeden Fall. So. Dann gehen wir mal in Arbeitsgalopp. Da wirft er die Beine so ein bisschen hoch und da sieht so ein bisschen eckig aus. Sowohl hinten als auch vorne. Aber ja.
ist halt so. Was ich schade finde, ist halt, dass die Zügel da so wirklich extrem mitwippen. Und dass sie dann durch den Hals backen. Aber ich glaube, das liegt dann nicht an der Pferderasse. Ich glaube, das ist bei allen so. Der Schweif wirkt sehr schön mit. Auch mal so ein bisschen durch die Hinterbeine durchbackt. Aber. So. Ansonsten. Die Ohren sind schön. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, wenn die ein bisschen mehr mitwippen. Gut, dann gehen wir mal in den schnelleren. Da zieht er den Hals sehr nach vorne, muss ich sagen. So richtig, so weit nach vorne. Ja, was geht eigentlich noch? Ups, der Schweif ist sehr schön, der wippt sehr schön mit. Aber wie gesagt, die Ohren hätte ich mir gewünscht, die sind sehr steif und fest. Ansonsten, die Beine bewegt er sehr ruckartig und vorne sieht es schon wieder sehr spitz aus, aber es geht. So, dann ganz schnell in Galopp. Da fliegt der Schweif ja wortwörtlich weg. Ja, die Ohren klappt er da ein bisschen zurück, ne, wenn man das hier so ups, als Vergleich sieht. Ja, das finde ich gut, dass sie quasi vom Wind wegwehen und die Beine sind sehr schön animiert. Das finde ich richtig cool. Ja, ob der Araber in Champis geeignet ist, das werden wir noch sehen. Jetzt schauen wir uns mal das Springen an, da gehe ich mal lieber an den Arbeitsgalopp. Wow, also der springt ja extrem hoch, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Das sieht aber so aus, ne? Also da gefallen mir die Vorderbeine nicht so unbedingt, der klappt die so komisch ein, aber gut. So, der Schweif fliegt sehr schön mit. Hinterbeine sind toll. Ja, ein bisschen mehr Bewegung in der Mähne hätte ich mir gewünscht. Und Ohren. So, okay, dann machen wir den Voll-Speed-Stop. Wie auch immer, das ist eigentlich bei jedem Pferd das gleiche. Moin. Gefällt mir aber sehr gut. Ich bin erstaunt über den Araber, ne? Also bei dem alten war ich ja überhaupt nicht begeistert davon, deswegen habe ich mir auch nie einen gekauft, aber da kann ich mich echt kaum beschweren. So, was können wir denn uns noch angucken? Die Mähen, ja, die Mähen gucken wir uns noch an. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich im Friseur wieder. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt beim Friseur angekommen und dann schauen wir uns doch mal die Frisur an. Also, die klassische Frisur, die Standardfrisur von diesem Modell, ja, ist eigentlich ganz normal. Ich finde den Verlauf super. Das muss ich echt sagen. Props an die, das ist echt, der Verlauf gefällt mir richtig gut. Ja, auch beim Schweif von etwas heller bis ganz dunkel. Ups, das gefällt mir wirklich unfassbar gut. Auch hier mit dem Dunkel-Hell-Verlauf, das haben die echt richtig cool gemacht. So. Wenn dann Fireflame mal den Kopf hoch macht, könnten wir uns auch die Mähne angucken. So, das ist die kurze Mähne. Die muss ich sogar sagen, würde noch zum Araber passen. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber der Pony, der. Gott. Also der Pony ist grauenhaft. Ja, und Schweif ist eigentlich nur so ein bisschen was weg. Da musste man sich natürlich auch nach dem Schweif richten, weil der nicht normal ist quasi. Mach den mal hoch, dankeschön. Da ist nur ein bisschen von unten weg, aber ich finde den klassischen trotzdem besser. Ah, das hat mir Jojo schon gezeigt. Das ist, wenn der frisst, dann hat er da so einen Cut gesetzt. Gucken wir das gleich nochmal an. Genau, jetzt frisst er nämlich nochmal. Dann können wir das nämlich gleich sehen. Und zwar frisst er dann, macht er den Kopf hoch, schaut sich um. Und dann ist da so ein Cut. Habt ihr es gesehen? Aber gut. So, Zäpfchen. Ja. Eigentlich geht das sogar. Das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht schlecht, ne? Ich weiß so nicht, warum man einem Araber unbedingt Zäpfchen machen sollte. Weil ich es jetzt nicht so unfassbar toll finde, aber. Der Schweif ist auch hier wieder nur so ein Stück kürzer und hier ist es ja so ein bisschen gestufter, ne?
Aber hier so ist es halt so ein bisschen, ja, gerader, sag ich mal. Ansonsten, er kann es auf jeden Fall tragen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt so schön am Araber, aber es ist ganz in Ordnung. So, dann geht's weiter mit der Standard Anfängermodellmähne. War das Deutsch? Ich weiß es nicht. Das ist sehr verwaschen. Also hier sieht man ja wenigstens noch so einzelne Strähnen und das ist nur so hingeklatscht. Ich weiß nicht. Ich weiß es eigentlich nie bei Mähen. Und hier ist es ja so auf beiden Seiten. Das ist natürlich nur auf einer Seite. Pony ist auch schön. Ja, beim Schweif kann man halt nicht so viel machen. Weil es halt trotzdem noch Araber-Schweif sein soll. Nehme ich nochmal hoch, genau. So, jetzt haben die Wildpferdemähne. Und da muss ich selbst sagen, das ist so von der Seite, sieht auf jeden Fall schon mal sehr hübsch aus, muss ich sagen. Ja, also die Strähnen sind auf jeden Fall in Ordnung. Ja, wenn Kopf runter macht, ist es nicht mehr so schön. Aber es ist ganz in Ordnung. Ich finde, das passt sogar zu ihm, ne? Also, natürlich ist es nur auf einer Seite, was dann nicht mehr so schön ist. Und das Pony ist auch nicht das Beste. Ja. Schweif ist nur so ein bisschen voller. Aber so finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Ja, okay. Gut. Das waren jetzt also auch die Frisuren. So, und dann würde ich sagen, was ist auch schon mit diesem Pferdekerl von Fireflame. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mega happy, ihn jetzt endlich zu haben. Nach 10 Wochen Spann. Hab geändert. Ja, guck mal, das ist genau die Mähne, wo ich gesagt hätte, dass die eigentlich voll schön ist. Ne? Also jetzt nochmal hier so zum Vergleich. Eigentlich sieht das richtig, richtig schön aus, ne? Und auch hinten ist eigentlich kein Unterschied, deswegen. Das ist schon richtig schön. Okay, dann war es das jetzt mit diesem Pferdekaffee. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und Fireflame freut sich darauf, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!